Wir sind in der siebten Klasse und wir sprechen gerade über Energieformen. Die Ausgangsfrage war cool. Was ist denn das für ein Aufwand, wenn ich so einen ollen Wasserkocher da stehen habe, fülle da 1 Liter Wasser rein? Da hatten wir ja gesagt, Mensch, für 1 Liter brauche ich ja bloß um 1 Grad, also 1 Liter um 1 Grad wärmer zu machen, brauche ich ja schon 4000 Joule. 1 Liter Wasser, 1 Grad wärmer machen, brauche ich schon 4000 Joule. Mensch, das ist ja viel. Aber das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Ich drücke doch bloß auf den Knopf und dann geht das los. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, man drückt auf den Knopf, weil hier unten ist eine Heizspirale drin. Und die Heizspirale, die bezieht elektrische Energie. Also hier habe ich eine Spannung anliegen, Wechselspannung 230 Volt. Die kommen direkt aus dem Netz. Und hier wird, weil die Elektronen, die hier fließen, sich so doll an diesen Heizspiralen reiben, dass richtig viel Hitze entsteht. Hierdurch wird dann aus elektrischer Energie Wärmeenergie. Dadurch kommt das. Das ist so eine Art innere Reibung in dem Leiter. Aber da kommen wir dann in der achten Klasse noch drauf. Das geht da nochmal. Aber jetzt haben wir schon unsere Ausgangsfrage oder Eingangsfrage, die ist schon ganz interessant. Ich drücke nur einen Knopf, aber nur einen Knopf drücken heißt, wenn hier dazwischen vorher eine Unterbrechung war, nehme ich die Unterbrechung wieder weg und dann kann der Strom fließen und dann geht es los. Das ist das Ganze. Zu dem Prinzip kommen wir dann später. Das ist genauso, als wenn ich bloß sage, ich mache doch bloß einen Lichtschalter an. Ne? Dann mache ich ja bloß, dann muss man sich vorstellen, ich mache praktisch wie eine Art Wasserhahn auf. Ein Wasserhahn, wer hat schon mal probiert, einen Wasserhahn zuzudrücken, wenn er aufgedreht ist? Fast nicht möglich. Ne? Also so ein Wahnsinnsdruck. Aber am Wasserhahn zu drehen, ist gar keine Kunst. Der Wasserhahn ist praktisch der elektrische Schalter. Der elektrische Schalter, den zu betätigen, ist keine Kunst. Aber es wäre Wahnsinn, zu versuchen, den Strom in der Hand aufzuhalten. Im Moment, hier gibt es eine Frage. Jetzt hatten wir allerdings schon verschiedene Energieformen kennengelernt. Und zwar die eine, das war die, ich gehe mal hier weiter, das war die mechanische Energie. Mechanische Energie. Und zwar ein einfaches Beispiel. Ich nehme einen Klotz und diesen Klotz, wir machen mal wieder typischerweise 1 Kilogramm draus, 1 Kilogramm Masse hat der Klotz und ich will diesen Klotz von einem Tisch höher tragen. Lass es 2 Meter höher sein. Dann brauche ich dazu eine bestimmte Arbeit, die muss ich da aufwenden. Und wenn der Klotz jetzt hier oben liegt, dann hat der Klotz sogenannte, wie sagt man dazu? Richtig? Dann hat er, wenn er hier oben liegt, potenzielle Energie. Potenzielle Energie. So. Aber ich habe in der Zeit erstmal Arbeit aufwenden müssen. Die Arbeit, die kann man ganz einfach ausrechnen. Die heißt W ist F mal S, also W wie Work, F wie Force und S wie Strecke. Naja, gut. Jetzt müssen wir mal ganz schnell überlegen. 1 Kilogramm hochzuheben, da brauche ich eine Kraft, ich sag mal von rund, oh, war ein Strich zu viel, von rund 10 Newton. 1 Kilogramm auf der Erde wohlgemerkt. Hochzubewegen erfordert rund 10 Newton. 9,81 Newton ist es ganz genau. Und jetzt kann ich losrechnen und kann sagen, W ist ganz einfach. 10 Newton, das ist die Force, ne, die Kraft, mal 2 Meter. Und dementsprechend lande ich bei 20 Newtonmeter. 20 Newtonmeter ist die Arbeit, die ich aufwenden muss, damit ich diesen Klotz die 2 Meter höher schleppen kann. Das bedeutet umgekehrt, die potenzielle Energie, das heißt die Energie, die der Klotz hat, wenn er wieder nach unten fallen kann, die 2 Meter, ist um 20 Newtonmeter gestiegen. Das heißt, Energie und Arbeit stehen im direkten Vergleich zueinander. Ich kann sagen, die Arbeit, die nötig ist, um das Ding hochzuheben, sind 20 Newtonmeter und ich habe diesem Klotz dadurch 20 Newtonmeter mehr potenzielle Energie verliehen. Potenziell heißt, er hat die Möglichkeit, etwas zu tun. Wenn der Klotz nämlich wieder runterfällt oder wir lassen ihn nicht fallen, sondern dieser Klotz wird aufgehängt an einer Strippe und die lenken wir über eine feste Rolle, dann könnte dieser Klotz genauso einen gleichen Klotz in Waage halten, beziehungsweise wenn der Klotz leichter ist, diesen Klotz nach oben befördern, wenn der runtergeht. Das ist die Energie, die der Klotz hat, um selber Arbeit zu verrichten, nämlich Hubarbeit zum Heben. Hier gibt es eine Frage. Diese Frage, die bezog sich nochmal auf unseren Wasserpott. Das heißt, wenn das Wasser 1 Grad kälter wird,
dann gibt dieses Wasser 4000 Joule ab, ganz genau. Wenn man diese 4000 Joule bei dem einfachen Abkühlungsprozess auffangen könnte und sofort in Hubarbeit umwandeln könnte, überlegt mal, 4000 Joule von diesem einen Grad kälter werden, da könnte ich ja sonst was hochschleppen, ne? Da könnte ich ja durch 20, 4000 durch 2 sind 2000, da könnte ich ja 200 solche Klötzer hochheben. Das ist Wahnsinn. Das ist richtig viel. Um 2 Meter natürlich. Oder ich nehme weniger Klötzer und hebe sie noch höher. Das nochmal bis dahin. Das müssen wir jetzt durchdiskutieren. So, nochmal gesagt, für die, die zu Hause die Sache nochmal anhören. Wenn ich also dieses Wasser 1 Grad kälter werden lasse, hätte ich 4000 Joule zur Verfügung. 4000 Joule, jetzt habe ich direkt verglichen. Nebenbei, was man wissen sollte, und das male ich mal in Rot dazu, 4000 Joule, da kann ich auch sagen, das sind 4000 Newtonmeter. Das ist genau die gleiche Einheit. Nur zu Ehren des Physikers und des anderen Physikers hat man hier gesagt, das sind Joule und das sind Newtonmeter. Newton war einer und Joule auch. Das heißt also, ich kann sagen, ein Joule ist gleich ein Newtonmeter. Es kommt noch leichter, noch verrückter. Die elektrische Energie. Elektrische, ich schreibe mal EL ran. Die drückt man nicht in Newtonmeter oder Joule aus, sondern die drückt man aus. In diesem Fall wären das hier, wären nötig 4000 und jetzt Wattsekunden. Das heißt, entweder ich muss 4000 Watt aufwenden, 1 Sekunde lang, oder ich muss 4000 Sekunden 1 Watt aufwenden. Oder 20 mal 20, 20 Watt, 20 Sekunden lang und so weiter. Das bloß nebenbei. Wenn ihr dann später mit der elektrischen Energie umgehen lernt, dann könnt ihr Folgendes errechnen. Dann könnt ihr sagen, naja, komm, das ist doch gar kein Problem. Dann weiß ich auch, wenn ich es nicht bloß 1 Grad wärmer mache, sondern 80 Grad wärmer, meinetwegen von 20 Grad Zimmertemperatur auf 100 Grad Celsius, nämlich zum Sieden bringen will, dann brauche ich entsprechend 80 Grad mehr, brauche ich 80 mal 4000 Joule oder 80 mal 4000 Wattsekunden. Das ist der ganze Zusammenhang. Das heißt also, letzten Endes, die Zahlen bleiben die gleichen. Ich muss bloß immer nach der Einheit gucken. Die Einheit heißt entweder so oder so oder so. Das ist der ganze Trick, der später auf euch zukommt. Das heißt, in der 8. werden wir uns damit nochmal beschäftigen. Ich kann also Energieformen ausdrücken mit Zahlen. Ich muss bloß auf die Einheit achten und dann stimmt's wieder. Es würde keiner sagen, zum Beispiel bei der Abrechnung, der Stromabrechnung, Sie haben 94 Millionen Joule verbraucht oder 94.000 Kilojoule verbraucht. Da würde jeder sagen, auch nicht Wattsekunden, sondern Kilowattstunden. Aber das ist dann eine Sache, da kommen wir dann später drauf. Das heißt also, Moment, das heißt also, die mechanische Energie, warte mal, das schreibe ich mal da drunter. Man kann, oh, das ist der falsche Stift. Man kann mechanische Energie direkt umwandeln in elektrische Energie. Oh, wieder zu dolle. Elektrische Energie. Und auch diese elektrische Energie, die kann man umwandeln in Wärmeenergie. Also Strahlungsenergie. Wärme ist ja auch nur eine Strahlung. Strahlungsenergieform. So. Und dafür brauchen wir jetzt mal ein paar Beispiele. Ich habe mir hier mal was notiert. Hier kamen Fragen und Hinweise. Magma, ne, das flüssige Gestein, Batterie und das Thema Akku. Wie verhält sich es damit? Und da gehe ich gleich drauf ein. Aber jetzt mal zu Beispielen. Wie kann ich ganz einfach, das kennt jeder, hat jeder. Ich sage mal nicht was und wo. Mal sehen, wir kommen gleich drauf. Wie kann ich mechanische Energie in elektrische Energie umwandeln? Mit welchem Gerät? Na prima, jetzt haben wir einige Dinge genannt und zwar zum Beispiel ganz einfach am Fahrrad haben wir den Dynamo. Die Bewegungsenergie, das heißt das Drehen des kleinen Dynamo-Rädchens, bewirkt, dass innen drin dieser kleine Generator elektrische Energie aus der mechanischen Energie macht. Das heißt, es wird nur Energie umgewandelt. Typisch Windräder, wie sie draußen stehen, die großen Windmühlen, ne, hier oben, solche Dinger, die überall rumstehen auf den Feldern, die sich dann drehen und die haben einen kleinen Generator dran und der Generator wandelt mechanische in elektrische Energie um. Oder Kurbeltaschenlampen oder zum Drücken solche Taschenlampen, die man also bewegen muss. Mechanische Energie heißt ja entweder potenzielle oder kinetische, also Bewegungsenergie. Okay, Gezeitenkraftwerk wurde genannt.
Allgemein Wasserkraftwerke. Da wird also die Bewegungsenergie des Wassers direkt mit Hilfe eines Dynamos umgewandelt in elektrische Energie. Elektrische in Wärme bitte. Jetzt haben wir zusammengefasst. Also elektrische direkt in Wärmeenergie. Ich sag mal ganz bewusst nochmal, nicht umgekehrt. Nicht, wenn ich zum Beispiel merke, dass der Fernseher warm wird, dann ist das nicht gewollt. Darauf kommen wir dann später noch zu sprechen. Bügeleisen, Wasserkocher, elektrische Heizgeräte, irgendwelche, elektrischer Herd, Mikrowelle, Toaster, Sandwichmacher, weiß der Kuckuck was, Glätteisen, Plätteisen, was für Eisen noch alle. Das sind alle diese Varianten. Aber ich muss mal hier schnell diesen Pfeil noch als rückwärts machen. Wenn man nämlich zum Beispiel Strahlungsenergie, ich mache hier mal eher Strahlungsenergie. Wärmeenergie ist, Wärme ist ja auch Strahlung. Ne? Wärmestrahlung kennen wir ja. Strahlungsenergie. Wenn ich die, also Licht, in umgekehrt elektrische Energie umwandeln will, dann nehme ich Solarzellen. Machen wir es so. Wir kommen dann gleich unten zu Magma, Batterie, Akku, Kernkraftwerke und so weiter. Schnell nochmal ein paar Beispiele. Direkt von elektrische in mechanische Energie. Ganz einfache Sachen. Ja, jetzt haben wir Beispiele für Umwandlung von elektrischer in mechanischer Energie. Ganz typisch Elektromotor. Der steckt im Mixer drin, der steckt im E-Auto drin, überall. Da ist der Elektromotor einer der wichtigsten. Und nach ähnlichem Prinzip arbeitet auch ein Elektromagnet. Jetzt hatten wir hier gesagt, schön wäre, wenn man Strahlungsenergie umwandeln kann direkt in elektrische Energie. Was uns einfällt, ist Solarzellen. Aber es gibt noch was. Strahlungsenergie direkt in elektrische Energie umwandeln. Gut, wir lassen es mal an der Stelle. Das ist jetzt nicht das Problem. Also wir haben diesen Prozess, elektrische in mechanische haben wir auch. Also die praktisch die Rückwärtsumwandlung, die haben wir auch. Und das passiert, wenn man ein bisschen hinguckt, jeden Tag mehr. Es gibt noch eine Energieform, und zwar chemische Energie, sagt man dazu. Und die ist in Batterie und Akku versteckt. Jetzt kommt das. Das wäre also, das hier, chemische Energie direkt in elektrische Energie umwandeln. Das können Batterien und Akkumulatoren. Wobei die Batterie sich sozusagen verbraucht, da ist es dann vorbei mit der chemischen Energie. Die sollte man nicht aufladen, das geht, aber das machen wir lieber nicht mehr. Die können explodieren. Aber beim Akku kann ich die wieder aufladen. Das heißt, ich kann wieder elektrische Energie praktisch hineinschicken, auf dass die umgewandelt wird in chemische Energie. Das geht. Magma. Der Hinweis kam auch aus dem Publikum. Magma ist heiße Erde, das macht man auch. Und zwar, man nimmt dieses Magma nicht direkt, wir wissen ja, dass die Erdkruste rund 50 Kilometer dick ist. Also 50 Kilometer ist ganz schön viel. Darunter glüht es bereits, das Gestein, was wir hier haben. Das Schicke ist aber, man bohrt Löcher, die nicht ganz so tief gehen, ungefähr maximal bis 10 Kilometer tief, und schickt hier kaltes Wasser hinein und herauskommt, weil es nämlich hier unten viel wärmer ist, warmes Wasser. Und dieses warme Wasser kann man wieder zum Heizen und zu allem Möglichen nehmen. Na. So, zum Thema Kernkraftwerk. Da nimmt man einen kleinen Umweg in Kauf. Ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass wenn ich Atome spalte, also richtige echte Atome aufspalte, dabei viel Strahlungsenergie in Form von Wärme und anderen Strahlen, ich lasse die anderen mal jetzt weg, frei wird. Und diese Wärme nimmt man zum Aufheizen. Zum Aufheizen von Wasser. Und wenn ich das Wasser aufgeheizt habe und sogar zum Dampfen bringen kann, dann entsteht hoher Druck, großer Druck. Und diesen großen Druck, wenn das Wasserdampf ist, den kann ich wieder auf Schaufelräder leiten und habe praktisch eine Art Wärmekraftwerk, was genauso funktioniert. Wenn ich also hier diesen großen Druck auf diese Schaufelräder bringe, dann dreht sich das. Und was schließe ich da an? Und dann schließe ich hier eben Dynamo an diese Welle an und dann habe ich wieder elektrische Energie. Das heißt also, das ist ein Umweg. Umweg deswegen, damit es nicht so gefährlich ist, denn diese Strahlung, die ist mitunter sehr gefährlich, was da nebenbei noch mit entsteht. Die nehme ich also zum Aufheizen von Wasser. Dieses Wasser wird zu Wasserdampf gemacht, mit großem Druck auf Schaufelräder geleitet und ich habe ein Dynamo. Das gleiche ist ein Wärmekraftwerk. Das ist auch nichts weiter als Aufheizen, aber nicht mit Kernenergie, sondern in diesem Fall, indem ich einfach das Feuer drunter mache. Das kann ich mit Kohle oder Gas oder Erdöl oder sonst was machen. Dann geht das ganz einfach.
Fassen wir nochmal zusammen, also die reine Berechnung, darauf kommt es mir nicht an. Ich wollte nochmal darauf hingewiesen haben, weil ja eingangs die Frage kam, wenn ich Wasser Wärme mache, brauche ich sehr viel Energie. Energie dafür, um das Wasser wärmer oder umgekehrt auch kälter werden zu lassen. Aber die Energieform, die nenne ich eben mal Wärmeenergie, weil ich es wärmer oder kälter mache. Oder mechanisch gesehen nenne ich sie mechanische Energie. Und es gibt Umrechnungsformeln. Und zwar ganz einfach, ein Joule ist ein Newtonmeter oder ein Joule ist auch eine Wattsekunde. Je nachdem, was für eine Energieform ich bevorzuge. Hier hätte ich also Wärmeenergie. Das wären hier in diesem Fall mechanische Energie. Und hier habe ich elektrische Energie. Man kann sie ineinander umwandeln, man kann sie ineinander umrechnen, das ist aber später. Jetzt hat mir gesagt, mechanische Energie, hier habe ich potenzielle, wenn sich's bewegt, ist kinetische Energie. Und wir haben dann festgestellt, dass man die mechanische Energie, die potenziell da ist, auch zum Bewegen von Gegenständen nutzen kann. Das heißt also, wenn ich vorher Arbeit aufgewandt habe und einem Gegenstand mehr potenzielle Energie als vorher verliehen habe, dann kann ich diese potenzielle Energie nutzen, kann, deswegen Potenz, Möglichkeit, um zum Beispiel wieder was anderes zu heben und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir überlegt, dass die Energieformen ineinander umgewandelt werden können. Und zwar einerseits, das heißt jetzt nicht echt, dass es vorwärts oder rückwärts geht, sondern zum Beispiel von mechanischer in elektrischer oder wieder zurück mit entsprechenden Einrichtungen. Entweder mittels Dynamo oder E-Motor oder was auch immer. Das dazu zusammengefasst. Besonderheiten gibt es zum Beispiel beim Thema Magma, also heißes Gestein. Das nutzt man nicht direkt. Wenn man das direkt nutzen würde, würde unsere Heizsonde hier wahrscheinlich kaputt gehen. Man schickt kaltes Wasser rein in so eine Erdbohrung, die nicht bis ans Magma geht und kann warmes Wasser wieder herausholen. Solche Dinge, Kernkraftwerke nutzen nochmal einen Extraweg und so weiter und so fort. Also das bis dahin, mechanische in elektrische, in Strahlungsenergie und umgekehrt oder chemische Energie, wie beim Akku oder bei der Batterie, das sind nur Umwandlungsprozesse von Energie. Das heißt aber noch einen Satz und den sollte man sich merken. Energie geht nicht verloren, sondern wird nur umgewandelt. Energie geht also nicht verloren, sondern wird nur umgewandelt. Im nächsten Teil werden wir uns damit beschäftigen, nutzbare Energie und nicht nutzbare Energie. Zum Beispiel, ich denke nur mal an einen Fernseher, wenn ich ein Fernsehgerät habe, egal, auch wenn es schon neuerer Bauart ist, das Ding ist zum Fernsehgucken da, also zum Erzeugen von Bildinformationen für Strahlungsenergie und durch die Lautsprecher mechanische Energie, aber nicht dazu da, dass hier oben nebenbei noch Wärmeenergie entweicht. Das ist nicht nutzbare Energie, sondern hier geht es um was anderes. Wogegen Wärmeenergie durchaus absichtlich im Bügeleisen oder Wasserkocher oder sonst was dargestellt wird, um sie wirklich so zu nutzen, wie es eigentlich das Gerät verspricht. Meine Damen und Herren, Moment, hier gab es noch eine Frage. Ein höchst interessanter Hinweis: Kann man denn Strahlungsenergie auch direkt in mechanische Energie umwandeln? Und ich habe ganz frech gesagt, ja. Habt ihr alle schon mal gesehen? Da gibt es so eine lustigen Einrichtung, da ist das ganz besonders gut zu sehen. Das ist eine Glaskugel mit einer Glasspitze von oben und unten. Und hier ist so ein Rad mit lauter Plättchen dran. Und zwar auf der einen Seite sind die verspiegelt und auf der anderen Seite sind sie schwarz. Auf der einen Seite spiegeln sie und auf der anderen Seite sind sie schwarz. Und dieses Rad dreht sich, wenn Licht drauf fällt. Schon mal gesehen? Noch nie gesehen? Achtet mal drauf. Das haben meistens ältere Leute, weil die das noch früher von Physik her kennen und das ganz faszinierend finden. Das haben manche Leute im Fenster hängen. Da dreht sich so ein kleines Rädchen und dreht und dreht und dreht sich und man weiß nicht warum. Obwohl hier außenrum Glas ist. Glas, damit man es sehen kann und damit hier Strahlungsenergie reinkommt. Die bringt dieses Ding direkt zum Bewegen. Das wäre also praktisch die direkte Umwandlung. Allerdings als Kraftwerk jetzt nicht zu nutzen, ne? Aber es geht, na klar. So, ich schließe das Video an der Stelle erstmal ab.